Vielen Dank, Sarah Grandpree, das war klasse. Es gibt einen großartigen neuen Film, der mich begeistert, Samson. Falls Sie als Kind zur Kirche gingen und ein kleiner Junge waren wie ich, dann war Samson vermutlich Ihre Lieblingsgeschichte. Ich habe mich früher immer gefragt, warum es keinen Film darüber gab. Und jetzt hat PureFlix es endlich verwirklicht. Unser heutiger Gast ist Caitlin Leahy. Sie wird von dem Film erzählen, aber vorher schauen wir uns den Trailer an. Samson. Chosen by the living God to be his hand of vengeance. It's his will, but it is not mine. Who is this God who gives you such strength? Three vows were bestowed upon me. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. There are whispers of a Hebrew with great strength. It is a story for slaves, nothing more. I want you to investigate this. No, please. You find me the secret of his power. My Delilah. Well, if you wanted a fight, you should have brought more men. I want him dead. The strength of a god. I saw it with my own eyes. He is not a god! Samson, the Philistines are upon you. My strength is now your strength. No! What would you have me do? My name is Samson, and you will face the wrath of God. Caitlin Leahy, hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Das ist ein klasse Film. Zunächst mal, es gibt es nicht oft, dass man einen religiösen Film von solcher Qualität sieht. Es ist ziemlich cool, dass PureFlix so etwas macht. Aber sprechen wir über die Geschichte von Samson und die Rolle, die Sie spielen. Geben Sie uns erstmal einen Überblick über die Geschichte von Samson. Samson ist ein starker Mann. Er hat übernatürliche Kraft von Gott, aber er muss sich an bestimmte Regeln halten, um seine Kraft zu behalten. Delilah, die ich spiele, hat die Aufgabe, das Geheimnis seiner Kraft zu finden. In dem Film wird sie dadurch vor die Wahl zwischen Liebe und Verrat gestellt. Das klingt spannend. Gibt es etwas, was Sie beim Filmen irgendwie überrascht hat? Ehrlich gesagt kannte ich die Geschichte von Samson und Delilah vor dem Film nicht gut. Ich kannte sie ein bisschen, aber alle anderen schienen viel mehr zu wissen als ich. All die Jungs wussten mehr. Ja, genau, all die Jungs wussten mehr. Eine Armee mit einem Kieferknochen erschlagen. Das alles war mir neu. Ich kannte die Geschichte nicht richtig, sondern lernte sie erst durch den Film kennen. Sie spielen Delilah. Sie sind Christin, richtig? Ihr Glaube ist Ihnen ganz wichtig. War es da nicht komisch, Delilah zu spielen, die eher die Böse ist? Wie war das für Sie? Nun, vielleicht war es gut, dass ich die Geschichte von Samson und Delilah nicht so gut kannte, weil ich sie nicht als einen eindimensionalen Charakter spielen wollte. Ich wollte nicht diese böse Verführerin spielen, als die sie bei den meisten bekannt ist. Ich wollte, dass sich Menschen mit ihr identifizieren können. Ich wollte zeigen, dass wir alle Mängel haben und Fehler machen. Fehler zu erkennen und von ihnen zu lernen, darauf kommt es an. Ja, ich denke, die meisten Leute, die von Samson lesen, denken, oh, Delilah, ich hasse sie. Sie sagen also, dass sie in dem Film etwas mehr Sympathie für Delilah schaffen, dass sie vielleicht selbst von etwas gefangen ist. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber sie hat ihren eigenen Konflikt. Sie ist zwischen Gut und Böse hin und her gerissen. Sie tut schon Schlechtes, aber sie lernt auch ein Stück weit aus ihren Fehlern und bereut einige ihrer Taten. Denken Sie, dass zumindest in Ihrer Interpretation der Geschichte Delilah Samson wirklich geliebt hat? Ich denke schon. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das auch so sehen. Okay, gut zu wissen. Denke ich. Ja, bestimmt. Okay, Samson ist nicht gerade eine typische Heldengeschichte. In gewisser Weise schon, aber sie ist auch anders. Wenn jemand den Film sieht, gewinnt er dadurch ein Gefühl der Hoffnung, oder? Ja, ich glaube schon.
Die allgemeine Botschaft des Filmes ist, dass wir durch unseren Glauben an Gott und die Kraft des Gebets jedes Hindernis überwinden können. Wir alle machen Fehler. Wir alle fallen immer und immer wieder hin. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns nie seinen Rücken zukehrt und dass wir uns Gott immer wieder zuwenden können, ganz gleich, wie oft wir Mist bauen. Das ist eine Botschaft, die in der Kirche oft untergeht, oder? Wie Sie sagen, wir alle machen Fehler. Das ist nicht weiter schlimm, nicht wahr? Ja, solange wir aus unseren Fehlern lernen. Ja, genau. Richtig. Wir alle machen Fehler und wir bauen Mist. Aber Gott wendet sich nie von uns ab. Er verlässt uns nie. Ich denke, viele Christen haben gerade deshalb so stark zu kämpfen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich Mist baue, dann muss ich es verstecken oder ich kann es Gott nicht sagen oder ich kann es Menschen nicht sagen. Richtig. Das lernen wir aus Samsons Leben. Gott verlässt Samson nie. Er liebt ihn immer noch. Ja, er ist ein sehr unvollkommener Held. Ja, genau. Wie ein Anti-Held. Wir schätzen es sehr, dass Sie diesen Film gemacht haben. Und ich weiß, dass viele Leute den Film mit Begeisterung sehen werden. Es ist ein klasse Film. Ich möchte die Gottesdienstbesucher und unsere Fernsehzuschauer ermuntern, sich Samson anzusehen. In den USA läuft er derzeit im Kino. Das ist eine super Sache. Es ist spannend zu sehen, was der Film alles bewirkt. Vielen Dank. Caitlin Leahy, ein dickes Dankeschön, dass Sie vorbeigeschaut haben. Und danke für Ihre Arbeit. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir schätzen Sie.